Hey ho, hier ist euer Bounty mit dem André und dem Danny natürlich. Heute spielen wir Call of Duty World at War. Call of Duty World at War ist von 2008, am 13. November in Deutschland das erste Mal veröffentlicht worden. Ist natürlich von Treyarch entwickelt und von Activision ist natürlich der Publisher. Das Spiel ist ein Kriegsspiel. Naja, ich nehme an, Call of Duty kennt mittlerweile jeder. Nee, ich nicht. Erzähl mir mehr davon. Ja, da kannst du ballern, schießen Aha. und andere tolle Sachen machen. Oh, sehr schön. Das will ich spielen. Ist das ein Killerspiel eigentlich? Ja, freilich, mit richtig viel Ah. Blut. Aber ja, darauf kommen wir jetzt auch zu sprechen. Das ist ja die deutsche Version, die wir spielen. Ja, die Und Pussy-Version, wie man auch sagen möchte. Wir haben uns für Deutsch aber entschieden aus einem Grund. Das ist, weil deutsche Sprache. Das war unser Hauptanliegen, einfach weil wir hatten keinen Bock auf Englisch und dann immer so viel lesen und wir waren ein bisschen faul. Und wir haben uns auch den Schnittbericht angeguckt, was so ein bisschen weggelassen wurde. Naja, ein bisschen mehr Blutstropfen und naja. Trotzdem finde ich es ziemlich Quatsch, was in Deutschland immer alles wieder geschnippelt wird. Aber wer das oh, Spiel. naja, das ist ein anderes Thema. Ja. Gut. Danny ist jetzt hier Host an dem Spiel, also wir spielen Call of Duty im kooperativen Modus. Er wird als Host, mich als Host gleich einladen. Genau, das werde ich jetzt auch tun. Ich bin der Hauptspieler sozusagen. Also ich bin der erste Spieler da, Protagonisten spielt. wie so Miller, glaube, ne? Private Miller, ja. Und ja, du bist dann dieser zweite Spieler und du wirst jetzt eben diese Folge eben auch erst mal aufnehmen. Ich werde dann die zweite Folge aufnehmen. Wir werden das dann abwechselnd machen. Also jeder mal eine Folge. Ich sehe dich jetzt gerade. Ach, Und jetzt. ah ja, da bist du in der Lobby. Ach, scheiße. Titan! Die da ein. Nur falsch geklickt. Titan! Verdammt, ich habe mich jetzt verdrückt. Ja. Und dann können wir mal langsam ja starten jetzt, wa? Ja, starten wir mal. Ach, das muss ja ich machen. Ja, er muss natürlich auch als Hoster starten. Hat ja auch. Bist du bereit? Jo, leg los. Alter, wir mal extra drücken hier. Ganz schnell. Ach, ja, so, das geht's ja. Laden. Synchronisieren. Bereit. Und hier steht noch was über Treyarch, das wir besuchen können. Die Entwickler vom Spiel. Da kann man sich dann beschweren, falls man das Spiel jetzt nicht so toll findet. Ich muss sagen, die Grafik sah. Semperfi. Jetzt konnte ich nicht lesen, ging zu schnell. Halten Sie Ihr Schweigen für ein Zeichen von Stärke? Das ist keine Stärke. Das ist Dummheit. Wir verraten denen gar nichts. Sind alle Amerikaner so? Au. Tötet sie beide! Fahr zur Hölle. Oh. Ja. Armer Private Pile. Das ist keine Stärke. Das ist keine Stärke. Das auch nicht. Sie leben. Oh, das ist ganz schön Blut, ne? Hier von diesem Private Paul. Pile. Private Paul, vor allem. Das wie ich Ans übrigens bin. Gewehr. Ich bin Wir schlagen Private zurück. Hammett. Oder Hammett, oder keine Ahnung. Roback, geben Sie dem Stoßtrupp Bescheid. Ja, und das ist übrigens der Daddy, wie man sehen kann. Oh. Und jetzt müssen wir das natürlich in den Waffen Los sichern. geht's! Ich will eine Knarre haben. Ich krieg mal einen Los, los, los! Da liegt schon noch einer. Ja, jetzt so. Da lang! So, und dann werden wir mal möglichst nicht fehlen, ne? Wille, bei mir Ja. bleiben! Das sind keine Pro-Gamer dazu gesagt. Nee. Also bitte nicht meckern. Weil das ist einfach nur Spaß jetzt hier. Einfach nur Spaß. Nicht ernst nehmen. Granate. Runter! Granate. Bin dabei, verdammt!
kurz geblautzt. Bei mir bleiben! Sollten wir vielleicht nicht die andere nehmen? Ja, die so. Luft ist soweit rein. Mensch, ich will raus. Raus! Dieses Nachladen jedes Mal. Lass bloß keinen von den Hundesöhnen am Leben! So. Auf die Flanke achten! Sie dürfen uns nicht umzingeln! So, und hatten wir schon mal einen erledigt hier? Läuft eigentlich ganz gut. Bis jetzt. Ja. Na, ich will weg hier. Ich muss nachladen. Ja, und grafisch ist das natürlich hier... Eigentlich ein Augenschmaus, muss ich sagen. Ja, also auf jeden Fall. Hey, das war ja ein Chineser. Nee, das ist ein Japaner. Ach ja, stimmt. Achtung, Sie Brian braucht Hilfe! Hilf mir doch jemand! Der Brian! Der Brian wird fast angegurgelt. Noch mehr! Positionen halten! Geh mal aus dem Feuer raus, der Junge. Ist heiß. Oh! Ach nee, Ryan ist das nicht, Brian. Also im Testlauf hat Ryan aber überlebt, ne? Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat er ist natürlich auch dieser Überraschungseffekt, dass die Leute hier alle schön sterben können. Wie eben auch schon bei meinem Let's Play, Call of Duty 2 mit hier Svetlana. Ja. Das kommt drauf an. Ich denke mal, das kommt drauf an. Manchmal hat man eben einen guten Tag, manchmal eben nicht. Ja. Die hat Private Ryan einen schlechten Tag erwischt. Ja. Da war er zu lange im Feuer. Das MG ausschalten! Ich hab keinen Preis! So, MG ausschalten, sagt er. Keine weitere Besatzung dorthin schaffen! Ja. Das sind nicht unbedingt wenig, aber auch nicht zu viele, ne? Nö, komm mal. Verträgt sich. Stirb, du Mistkerl! Achtung! Sie kommen näher! Wenig Munition, oh. Ja. Ah, jetzt. Sehr schön. Ist natürlich auch sehr schön, dass man bloß über diese Waffen drüber rennen braucht. Ich hab gerade irgendeine Meldung gekriegt, ich weiß zwar nicht was, aber. Granate! Achtung, Männer! Bei dem Feldweg! Eine Meldung? Keine Ahnung. Au, läuft noch das Spiel. Keine Ahnung, was das war. Wäre jetzt sehr blöd, wenn das Spiel abstürzen würde. Das ist nicht gut! Bei dem Feldweg! Gute Arbeit, Marines! Weiter so! Der Unterstützungstrupp muss gleich da vorne ankommen! Los geht's! Nur noch wenig Munition. So. Neue Waffe suchen hier. Dieser Ort macht mir Angst. Das ist die Japaner Westentasche. Augen offen halten. So, da wartet schon ein Kollege. Was zur Hölle ist das? Überprüfen Sie das. Ein verdammter Tempel. Scheiße! Sprengfalle! Da kommen Sie! Nicht nachgeben! Naja, weniger. Jetzt müssen wir aber nicht beeilen hier. Brauche eine Knarre. Oh nö, aber nicht so eine blöde. Der Unterstützungstrupp sollte jede Minute hier ein. Hat der Kollege hier nicht eine gute fallen lassen? Was hast du denn für eine? Ah, hier ist eine. Sehr gut. Oh, die ist schön. Was war das für eine? Mist. So,
und dann sind wir hier ja gleich an Ort und Stelle wieder. Beeilung, los Männer! Da ist übrigens Private Danny. Gibt nicht. Ach hier, genau. Scharfschütze. Mag ich eigentlich nicht. Japanische Bravo ist am Strand festgenagelt! Japanische Infanterie im Fluss aus Richtung Fenster. Robak, das hat jeder recht. Los, andere gehört mir. Los! Freundliches Maschinengewehr! Oh, ich muss mal ein bisschen in Deckung wieder. Oh, ich habe gerade eine Beförderung bekommen. Was wurdest denn befördert? Zum Private 2 oder was da jetzt stand. Konnte ich jetzt gerade nicht mehr so gut lesen. Ah ne, das sind auch schon Amis. Ja, das ist manchmal komisch. Gibt da auch noch nicht ganz durch, was da was ist. Also, wenn es ein Ami ist, dann blinkt gleich die Schrift auf eigentlich. So. Ach ja, wir müssen ja jetzt... Ich habe jetzt schon wieder irgendwas gehört. Wir müssen ja jetzt hier lang. Alle herhören. Ich will den Rest kurz und schmerzlos über die Bühne bringen. Verstanden? Kurz und schmerzlos. Ich glaube, wir setzen jetzt hier mal einen kurzen Schnitt. Aufpassen. Wieso? Weil ich schon wieder irgendein Windesgeräusch gehört habe. Ich weiß nicht, ob es noch offen ist oder Teufel? Keine Ahnung. Ja, eigentlich doch. Corki, rufen Sie das Kommando. Ist noch eine Einheit vor uns hier durch? Kann man hier speichern? Bewegung! Bewegung! Ja, wir können ja kurz Pause setzen. Also, kurzer Schnitt hier, ne? Ja. Und dann geht's weiter. Pause. Mach du auch Pause. Ja. Es geht auch weiter, das Spiel. Scheiße. Und da sind wir zurück. Nach einem kleinen Schnitt. Und hier ist schon wieder derbste Action. Ja. Wir mussten leider nochmal neu starten. Der Unterstützungstrupp sollte jede Minute hier doch keine Probleme mit Windows. Wie ich anfangs dachte, nur blöde Benachrichtigungen gekriegt, ist nicht so wichtig. Hier nochmal Private Danny. Beeilung, los Männer! Oh, jetzt sind wir noch ein ganzes Stück vor dem, wo wir zuletzt waren. Scheiße. Ist aber egal, das nehmen wir jetzt mit auf. Ja, ja, stimmt. Kommt ja erst noch ein bisschen später. Ja, zeigen wir das jetzt hier eben nochmal. Ja. Das ja eigentlich ganz schnell gehen, wenn wir nicht allzu blöde sind. Den Scheinwerfer erledigen. Gut geschossen. Wieder einer mehr. Achtung, sie kommen näher. Warte, in Deckung. So, mal ein paar Granatis da unten drin hier wohl. Oh, ich war schon wieder stark geschossen hier. Was sollen wir machen? Ups. Oh, ich atme schon schwer. Lebst du noch? Ja, gut. Ja, wieso? Bist du tot oder wie? Nö, ich lebe noch. Aber ich war fast vor schon schwer am Atmen. Ach, das sind ja wieder Amis da drüben. Ach, da auch? Wo ist denn hier noch einer? Ach, hier unten. Wieder einer weniger. Yo! Ach, da oben ist noch einer. Oh, was denn hier Schönes? Oh, was hab ich denn hier schon? Ach, das ist das Gestell hier. Schade. Munitioner. Ja, ein bisschen mehr Munition wäre doch nicht schlecht. Ja, ich renne hier gerade die ganzen Waffen ab und es alle macht Klick. Ich will den Rest kurz und schmerzlos über die Bühne bringen. Verstanden? Kurz und schmerzlos. Und jetzt kommen wir auch gleich an die Stelle, wo wir eben den Schnitt hatten. Ja. Und die fiese, fiese, helle Stelle. Also Sonnenbrille bitte aufsetzen und viel Sonnencreme benutzen. Und ein bisschen Rückzug auch. Rufen Sie das Kommando. Ist noch eine Einheit vor uns hier zurück. Durch? Hinterhalt! Bewegung! Bewegung! Wie schnell sie da sind, ne? Die Japaner. Ja. Oh. Achtung! Granate! Oh, Granate! Granate! Ich hätte es echt erwischt, aber... Hol mich jetzt kurz. Oh, ich muss ja weg. Granate?
Nee, aber ich wurde beschossen, ganz schön. Ich sehe sie! Da! Naja, läuft ja ganz gut. Ist hier noch irgendwo einer? Jetzt sehe ich keinen, aber. Ich höre schießen. Ah, ja, ja, kommen sie ja nochmal. Ja, Granate. Schluckt sie. Nein, ich muss weg, ich muss weg! Nein! Scheiße! Der wollte sich nicht mehr bewegen, der Affe. Ich versuche irgendwie zu dir zu kommen, aber irgendwie. Sie kommen näher. Jetzt. Bitte nicht allzu lange, sonst ist hier gescheitert. Das Praktische ist, du kannst mir dann, wenn der eine der anderen halt, den anderen Feuerschutz geben. Ja. Ich bleib bei der hier. Japanische Infanterie ist dabei. So, vielleicht nochmal auf Munitionssuche gehen. Ich würde ja gerne die Thompson nehmen hier. Ja, dann. Runter! Runter! Granate! Granati! Man hängt hier aber auch wirklich an jeder scheiß Ecke, ne? Ja. Sie kommen näher! Ich gehe! Du deckst mich! So, Achtung, Granate habe ich reingeworfen. Das ist nicht gut! Dürfte gut geklappt haben. Oh, der Thompson. Ich muss in Deckung. Und ich bin tot. Warum? Hab mich um ihn gekümmert. So, da hat man dich wieder präpariert. Deine Mütze ist übrigens fort, glaube ich. Nee, doch nicht. Das Ziel ist gleich. Nee, doch nicht mehr. Los, weiter. Hm. Du hast kein Mitziehen mehr, Denny. Robux, nicht gut. Der Truck muss in das verdammte Lager. Ich Miller, nicht noch erkältet. Machen Sie mit Ihrem Messer ein Loch in das Fass. Wir haben keine Zeit. Los, das Fass! Hm? Ach so. Dann drücken wir ja mal. Hättest du vielleicht machen können. Um das zu demonstrieren. Ah, ja. Jetzt noch ballern. Los, los, los! Ja. Komm, Charlie, landet weiter vorne! Das ist unser Evakuierungspunkt! Wir sollten wegkommen! So, da kommt schon Siegermelodie. Ja, wir scheinen schon mal das erste Level gepackt zu haben. Ja. Robux, sprengen Sie das Munitionslager! Ja. Melle, oder? Geben Sie mir Unterstützung! Oder na los, auf geht's! Jemand muss Rockbook platzieren und der Sprengladung helfen. Granate! Granati! Wo ist er denn, der Kollege? Kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück! Hör ihn ab! Ich brauche Deckung, während ich die Ladung platziere. Scheiße! So, ja, wir müssen ja irgendwie Ladung noch platzieren, ne? Ja, ich weiß auch nicht wo. Klar, hier unten. Könntest du ja machen, um das zu demonstrieren. Ja, ich komm zu dir. Verdammt! Timer kaputt! Ja, geh mal hier runter, ich geb Deckung. Bis zur Detonation. Okay. Ladungen platziert! Wir hauen ab! Ja, warte mal. Was? Ladung platziert? Ja, deswegen konnte ich jetzt bestimmt nicht sehen. So, passiert es hier mal noch was? Oder müssen wir noch was platzieren? Ich weiß gar nicht, wo die übernehmen Ziele. Ja, auf dem Radar eigentlich. Also im Menü. Tabulator, da haben wir. Das ist nicht gut! Hm. Ah, Tabulator sieht man Statistik.
Abschüsse. Assistiert. Chaos. Ja, ich gehe jetzt mal hier runter, wenn du es nicht tust. Weil ich gar nicht sehe, wo das ist jetzt. Ja, ich habe ja eigentlich gesagt, du musst hier runter gehen. Wo hier was blinkt. Wir müssen schnellstens zum Evakuierungspunkt. Okay, Männer! Sullivan. Alle Mann sofort in die Boote rein! In die Boote! Bringt alle bereit! Bewegung! Oh, ups, das war Hami. Bille, Sie kommen mit mir! Wir müssen hier weg! Sie sind überall! Ja, ich würde gern weg. Alter! Au, das war ja ein ekliges Geräusch. Ja, aber? Und ich bin hier im Dreck und du auch? Ja. Ich hab sie! Alter. Oh, ich lebe noch? Ne, ich auch. Ach so, ich glaube, es gehört zum Spiel, oder? Ah ja, das scheint normal zu sein. Wir werden also weggeschliffen anscheinend. Aber es ist im Boot. Ich sehe kein Feuerwerk! Das waren hoffentlich keine Blindgänger. Hoffentlich nicht. Und ich habe keine andere Waffe anscheinend. Ne, ich auch nicht. Hast du überhaupt noch Schuss? Ja, ich schieße ja noch, aber brauchen wir glaube ich auch gar nicht mehr. Mission scheint soweit zu Ende zu sein. Ja, und ich würde sagen... Naja, warte mal noch. Vielleicht kommt jetzt hier noch zu Ende irgendwas. Ja, Missionspunkte 205... Oh, ne, doch ein bisschen mehr. 6220 habe ich. Bei mir Steig 9330. Ich bin jetzt bei 7100. Und da haben wir nochmal die Statistik. Was heißt, was, ich weiß gar nicht, mit was Assist gemeint ist, also assistieren nehme ich mal irgendwas an. Ja, verstehe ich auch noch nicht so ganz. Nehmen wir Abschüsse, wenn man getötet hat, alles, oder? Volltreffer ja. 6 und Assist, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt ehrlich nicht. Wie gesagt, ich spiele nicht allzu oft solche Spiele. Nee. Ja, und... Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt weitergeht. Ich glaube, das war jetzt Semperfy und dann müssen wir als nächstes geringer Widerstand machen, ne? Wo kann man das auswählen? Na, bei diesen Spieleinstellungen muss man sich ja scheinbar ja so durchklicken. Ach, das kannst bloß du auswählen, das sehe ich nämlich gar nicht. Das ist ja bei der Koop-Kampagne eben so komisch, da muss man sich das eben alles selber auswählen. Also das läuft jetzt hier nicht flüssig im Story-Modus weiter, wie man es eben kennt beim Einzelspieler-Modus. Man muss sich hier scheinbar das selber rauswählen, so. Als nächstes kommt dann wohl geringer Widerstand. Geringer Widerstand? Ja gut, und da würde ich sagen, da sehen wir uns dann, das wird dann die nächste Folge sein. Ja. Und wir hoffen, dass euch erstmal das Video an sich so gefallen hat. Ja, ansonsten... Nö, so eine Scheiße, was die da labern. So, na dann, Jungs und Mädels, wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt We Play Call of Duty World at War. Bis demnächst. Tschüssi. Tschüssi.